8. Mai 2018, Tag der Befreiung. Kameradinnen und Kameraden, liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte Gäste unserer Gedenkveranstaltung. Anlässlich des 73. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus durch die alliierten Armeen der Anti-Hitler-Koalition, besonders der Roten Armee. Ich begrüße insbesondere unter unseren Gästen in Vertretung unseres Oberbürgermeisters, Frau Dr. Marquardt. Ich begrüße die Stadträte Hendrik Lange, auch als Vorsitzender des Stadtrates und Mitglied des Landtages, Ute Haupt und Gottfried Köhn. Ich begrüße Vertreter der jüdischen Gemeinde zu Halle, des Stadtverbandes Die Linke, Marianne Böttcher. Ich begrüße Vertreter der KPD, der DKP und der MLPD. Ich begrüße weiter Vertreter der Gewerkschaften, besonders des DGB, die Kollegen Andreas Dose und Carsten Friedemann. Ich begrüße Vertreter der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrechten. Unsere Gedenkveranstaltung wird eingeleitet durch eine Rezitation des Mitgliedes des Vereins der Freunde der Völker der ehemaligen Sowjetunion, Dr. Eckhardt. Er wird das auf Russisch tun und den deutschen Teil übernimmt Ute Haupt. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав, кто из нас. Наша скоро без сна и покоя. Наших скоро и сна, и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт
подпевал, он всегда говорил про другое. Он не спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня словно ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Вдруг остав покурить, а в ответ тишина. Вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в Зрельянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся. Er ist aus der Schlacht nicht gekommen, Wladimir Wysotsky, der Übersetzung von Reinhard Andersen. Alles ist wie bisher. Doch warum stimmt's nicht mehr? Gleich der Himmel sein Blau unbenommen, gleich geblieben sind Wälder, die Luft und das Meer. Nur, er ist aus der Schlacht nicht gekommen. Ich erfahre nie mehr, wer der Klügere war, wer bei endlosen Streiten gewonnen. Es ist still. Was er fehlt, wird mir jetzt erst klar. Er ist nicht aus der Schlacht heimgekommen. Hat ganz wenig erzählt, nie im Takt, was er sang, hat sich anders als andere benommen. Er stand auf jeden Tag bei Sonnenaufgang. Er ist nicht aus der Schlacht heimgekommen. Ich bin leer, völlig leer, doch wem sag ich das hier? Wir waren zwei, hab das nicht mitbekommen, wie ein Feuer erschlagen vom Wind, so ist mir. Er ist nicht aus der Schlacht heimgekommen. Sag, mein Freund, hast du etwas zu rauchen bei dir? Über Nacht war der Frühling gekommen. Es ist still, totenstill, niemand antwortet mir. Er ist nicht aus der Schlacht heimgekommen. Die Gefallenen stehen für uns auf der Wacht, sind uns nie von der Seite gewichen. In den See hat der Himmel sein Blau eingebracht, auch die Bäume sind blau angestrichen. In dem Graben dort war genug Platz für uns zwei. Unsere Zeit ist vorübergeschwommen. Alles ist jetzt für einen da. Aber dabei, ich bin's, der aus der Schlacht nicht gekommen. Vorsitzender des Stadtrates der Stadt Halle und Mitglied des Landtages, Hendrik Lange. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich erstmal beim VVN-BDA für die Möglichkeit, hier heute reden zu dürfen. Der Tag der Befreiung vom Faschismus und Krieg ist einer der bedeutendsten Tage für das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt, die vom deutschen Faschismus ausgehen. Wir gedenken der 6 Millionen Juden, die durch ein einzigartiges System des Mordes ihr Leben verloren. Wir gedenken den Völkern der ehemaligen Sowjetunion, die 20 Millionen Tote zu beklagen haben. Wir gedenken den Menschen, die in Haft oder Lager verbracht, gequält, gefoltert oder getötet wurden. Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen, deren Lebensstil nicht passen und als asozial abgestempelt wurden, Menschen mit Behinderungen, die Opfer der Euthanasie wurden, politische Gefangene, insbesondere Kommunisten und Sozialdemokraten, aber auch Gewerkschafterinnen. Und ja, die Deutschen beklagen auch Opfer des Krieges und seiner Folgen. Aber Fakt ist,
Der 8. Mai 1945 ist nicht ohne den 30. Januar 1933 zu denken. Die Bestialität des Faschismus ging von Deutschland aus und sie war von Menschen gemacht. Und zwar nicht nur von einer kleinen Führungsklique, sondern von vielen umjubelt, zunehmend mitgetragen, viel zu oft ignoriert. Ja, es gab den Widerstand, besonders der Kommunisten und Sozialdemokraten. Es gab den Aufstand der Anständigen, wie Sophie und Hans Scholl. Den Widerstand aus den Kirchen heraus. Dieser Widerstand wurde mit aller Macht bekämpft, sodass eine Befreiung von innen heraus nicht gelang. Die bittere Wahrheit ist, dass Deutschland befreit werden musste. Und bis zum Schluss wurden Menschen ermordet, gequält, wurde fanatisch gekämpft. Und deswegen ist der 8. Mai auch ein Tag des Dankes an die Befreier. Natürlich an die Alliierten, denen wir spasiba, merci, thank you sagen. Aber auch an diejenigen, die Widerstand geleistet haben, an diejenigen, die den Widerstand aus dem Exil mit organisiert haben, an die vielen Widerstandskämpfer in den von Deutschland überfallenen Ländern. Meine Damen und Herren, der Blick in die Geschichte macht fassungslos, wie enthemmt und brutal das faschistische System agiert hat. Es macht fassungslos über die Verrohung von Menschen, die mitgetan und somit den millionenfachen Mord und das geschehene Unrecht ermöglicht haben. Der Blick auf diese menschengemachte Katastrophe des deutschen Faschismus muss uns sensibel machen für das, was heute geschieht. Wenn heute autoritäre Denkmuster zunehmend Zuspruch finden, sich Chauvinismus ausbreitet und sich Hass auf alles, was jenseits einer gefühlten Normalität liegt, freie Bahnen bricht, dann stehen wir vor einem gefährlichen Wendepunkt für die offene Gesellschaft. Europaweit erleben wir die Rückkehr autoritärer Systeme und das Erstarken rechter Parteien. Allen ist gemein, dass sie den Hass gegen einen definierten Feind schüren und das nach unten treten befördern. Antisemitismus bricht immer offener und unverhohlener aus. Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sind genauso alltäglich wie die Entsolidarisierung. Und das sind keine Phänomene einer besonderen Schicht, sondern wie die Mitte-Studie zeigt, zieht sich diese Haltung durch alle Bevölkerungsschichten durch. Umso wichtiger ist es, dagegen Widerstand zu leisten, damit diese Haltung nicht mehrheitsfähig wird. Meine Damen und Herren, die Deutung der Geschichte ist umkämpft, da Geschichte unmittelbare Auswirkungen auf die Interpretation der Gegenwart hat. Wer eine erinnerungspolitische 180-Grad-Wende fordert und die moderne, mordende und plündernde Wehrmacht wieder ehren möchte, zeigt unverhohlen sein geistiges Erbe des Faschismus. Wer durch Zwischenrufe im Parlament klar macht, dass für ihn Schwule ins Gefängnis gehören, wer brüllend applaudiert, wenn gefordert wird, dass die linken Lumpen aus den Hochschulen getrieben und der Arbeit zugeführt werden, wer widerliche, rassistische Attacken verhöhnt und als Widerstand relativiert, ist längst kein Demokrat mehr. Vielmehr häutet sich die selbsternannte Alternative immer mehr zu dem, was ihr Kern und Anliegen ist, dem direkten Erbe des Faschismus. Übrigens zeigt uns die parlamentarische Erfahrung, dass der Erfolg der AfD auch unmittelbar vom Verhalten der CDU abhängig ist. Ein Beispiel dafür ist der Untersuchungsausschuss zum sogenannten Linksextremismus. Und auch hier zeigt sich eine besondere Verantwortung aus der Geschichte des Faschismus heraus. Es gab 1933 keine Machtergreifung.
Vielmehr wurde die Macht von Rechtskonservativen übergeben. Und zur Wahrheit gehört auch das Abstimmungsverhalten zu den Ermächtigungsgesetzen. Meine Damen und Herren, umso wichtiger ist es, die Erinnerung an die Grausamkeiten des Faschismus aufrechtzuerhalten, um auch heute die Folgen von Hass, Gewalt und Ausgrenzung aufzuzeigen. Aus dieser Erkenntnis muss der Widerstand gegen die auch heute wirkenden Kräfte erwachsen. Wenn wir weiter in einer vielfältigen, offenen und demokratischen Gesellschaft leben wollen, müssen wir im Kampf gegen die rechte Wende die Kräfte bündeln, statt die Unterschiede zu betonen. Der Tag der Befreiung führt uns den Abgrund vor Augen, gibt aber auch Hoffnung, dass sich Geschichte nicht unweigerlich wiederholt. Erinnerung, Demut und Dankbarkeit sollen uns auch heute noch mahnen und unser Handeln ganz im Sinne des Spurs von Buchenwald leiten. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Einfach auch noch kämpferische und rebellische Grüße von unserem Jugendverband überbringen, dem Jugendverband Rebell. Ich stelle mich ganz kurz vor, mein Name ist Christopher Tersch, ich bin im Jugendverband Rebell und bin hier Student in Halle. Es ist heute ein ganz wichtiger Tag für uns, um die Gefallenen, um ihnen unseren Respekt zu zollen und uns auch die gegenwärtige Situation in der Welt vor Augen zu führen. Es ist ganz wichtig, dass wir heute zusammenstehen. Deswegen finde ich das auch toll, dass hier so viele verschiedene Organisationen zusammengekommen sind, um friedlich zu gedenken. Und das, denke ich, ist ein wirklicher Pfand und ein Trumpf, den wir in Zukunft brauchen werden. Wir haben so viele Kriegsherde zurzeit wieder auf der Welt. Wir haben eine stetig wachsende Weltkriegsgefahr wieder seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke, so groß, wie sie eigentlich seit der Kuba-Krise nicht mehr war, das Brandheiß, was in Syrien und der Ukraine getrieben wird. Und wir brauchen da jede Kraft, um eine friedliche Welt zu sichern. Der Rebell ist deswegen auch Teil eines Bündnisses. Wir müssen nämlich diese ganzen Kräfte, wie schon eben gesagt wurde, auch zusammenschließen. Und zwar ist es das internationalistische Bündnis. Es ist ein Zusammenschluss von mehreren Organisationen, um die 20, aber vor allem, vielleicht sogar fast noch wichtiger, von vielen, vielen Einzelpersonen, von 10.000 in Deutschland weit, die sich eben zusammengeschlossen haben, um den Solidaritätsgedanken nicht abebben zu lassen in dieser Zeit, wo versucht wird, zu spalten und nochmal zu spalten. Ob es dieser Antisemitismus ist, ob es die Sache ist, die der Jens Spahn sofort vom Stapel getreten hat, eine Spaltung in Arbeitslose und Leute, die Arbeit haben und so weiter. Überall wird das versucht. Und ich möchte deswegen gerne auch mit den Worten schließen von Ernst Thälmann. Und zwar, einen Finger kann man brechen, aber fünf Finger, das sind eine Faust. Und so sollten wir auch zusammenhalten in Zukunft. Vielen Dank. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Häuser, Gebinde, Grenze niederzulegen. Anschließend begeben wir uns zum Ehrenhain der deutschen Widerstandskämpfer. Danke. Stellvertretende Landesvorsitzende des Landesverbandes der V-Verein BDA Sachsen-Anhalt. Liebe Freunde,
gedenken wir hier am Ehrenhallen der mutigen, selbstlosen Frauen und Männer, die im Widerstand gegen die Barbarei und den Terror des verbrecherischen deutschen Faschismus gekämpft hatten, ihr Leben einsetzten, in die Konzentrationslager und Zuchthäuser verschleppt, gefoltert und ermordet wurden. Für diesen Mut, sich von Anfang an gegen ein menschenverachtendes, mörderisches System zu wehren, sagen wir Ihnen Dank. Dank auch dafür, dass Sie, eine Minderheit, der Welt gezeigt haben, es gibt noch andere Deutsche, ein anderes Deutschland, als das damals von den Völkern zu Recht verachtete. Zu diesen Frauen und Männern, deren Namen hier in die Steindenkmale eingraviert sind, gehörten Franz Hollmann, SPD, Tischlermeister aus Naumburg. Nach 1933 Kurier zwischen Mitteldeutschland und der Tschechoslowakei, Sitz von Teilen der illegalen SPD und KPD, gehörte Rudolf Sachs, SPD, Journalist, in diesem Sinne tätig für seine Partei, die SPD. Sein Sohn Heinz Sachs, einigen von uns sicherlich noch bekannt, Leiter des Mitteldeutschen Verlages, brachte das weltberühmte Buch Nackt unter Wölfen heraus. Dazu gehörten also hier eingraviert in die Steindenkmale Moses Bilecki, deutsch-jüdischer Kommunist, dem es 1933 gelang, in die Tschechoslowakei zu fliehen. Ab 1936 kämpfte er als Offizier im Spanienkrieg in den Interbrigaden und gab sein Leben dort 1938 für die Befreiung vom internationalen Faschismus. Dazu gehörte auch auf einen dieser Steindenkmale Kurt Wabbel, Arbeitersportler, Gewerkschafter, Stadtverordneter, 1933 verhaftet, 11 Jahre die Hölle des KZ durchlitten. Im KZ Buchenwald organisierte er mit Erich Vogt eine große, spektakuläre Hilfsaktion für sowjetische Kriegsgefangene. Dafür wurde er von der SS fast totgeschlagen. 1944 ist er im KZ umgekommen. Erich Vogt, sein Freund, auch Arbeitersportler, ein 2-Meter-Mann, Boxer und Ringer, auch wie Kurt Wappel, Gewerkschafter, Organisator machtvoller Streiks, dafür schon als Redelsführer sozusagen in der Weimarer Republik mehrfach zu Gefängnisstrafen verurteilt. Er konnte die Hölle von Buchenwald überleben. Zu diesen Frauen und Männern hier gehörte Bertha Katte, 1933 eine Frau von 55, Köchin von Beruf, Mutterwitz, Typ Gorkis Mutter. In diesem Sinne, Brechts Mutter, dramatisiert, hat sie zu ihren Heißspornen des Roten Frontkämpferbundes, also in diesem Sinne, sicherlich gesagt, wenn du keine Suppe hast, wie willst du dich dann wehren? Da musst du den ganzen Staat von unten nach oben kehren. Ihre große Wohnung von Bertha Katte in der Lange Straße, Steinwurf entfernt vom Haus der Bezirksleitung der KPD, war Treffpunkt, Mittagstisch, Pension für Funktionäre und Redakteure, auch für Bernhard Köhnen, dem die SS beim Eislebener Blutsonntag ein Auge ausgeschlagen hatte. Sie wurde, also Bertha Katte, wie auch Erich Vogt 1933 verhaftet. Bertha Katte musste eine langjährige Zuchthausstrafe erdulden. Danach stand sie unter strenger Polizeiaufsicht. Sie und Erich Vogt und andere Gesinnungsgenossen gehörte nach 1945 zu denen, die tatkräftig anpackten, die materiellen und geistigen Trümmer, die Hinterlassenschaft des faschistischen Wütens zu beräumen und dabei ihre Landsleute, die Mitläufer, die Weggeduckten, die Schweigenden, mitnahmen, sie einbezogen, aufklärten, ihnen Mut machten, bei der Jugend Begeisterung für den Neuanfang entfachten. Bertha Katte war dann jahrelang bis in die 60er Jahre als ehrenamtliche Sozialhelferin tätig, als Mama, als Bärtchen,
im ehemaligen Arbeiterviertel Klaucha bekannt und verehrt, half sie unermüdlich den Entwurzelten, den Schwachen, den Umsiedlern. Sie halfen damit, ein friedliches Land aufzubauen und damit den von Erich Vogt am 19. April 1945 mit abgelegten Schwur von und in Buchenwald nie wieder Krieg, den Narzissmus mit der Wurzel ausrotten, für eine Welt des Friedens und der Freiheit zu verwirklichen. Dieses Vermächtnis der Frauen und Männer des deutschen Widerstandes heute in einer Welt zu erfüllen, in der Kriege und Stellvertreterkriege toben, in der Menschen hungern, in der in einem der reichsten Länder, unserem, Millionen Kinder von Hartz IV leben müssen, Menschen ihre Arbeitskraft wohlfeil in der privaten Wirtschaft verkaufen müssen, um zu existieren, das entfesselte Kapital den Maximalprofit weltweit hinterherjagt, Marx lässt grüßen, erfordert von uns Kraft und Mut, die Sie, die Widerstandskämpfer, uns vorgelebt haben. In diesem Sinne hat sich unsere Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, im April diesen Jahres an die deutsche Regierung mit dem Appell, die Kriegsgefahr beenden, abrüsten statt aufrüsten, gewandt. Im Hinblick auf die gefährliche Zunahme des Rechtspopulismus, Neofaschismus und Rassismus setzen wir hinzu. Wir lassen uns nicht spalten. Unsere Alternative heißt Solidarität. Aktuell, wie vor 21 Jahren, ist dazu die Fragestellung von Nelson Mandela. Er sagte diese Worte am 11. Juli 1997. Werden wir uns der historischen Entscheidung stellen, das unglaubliche Wohlstandspotenzial unseres Planeten für all seine Völker fruchtbar zu machen und nicht nur für die Mächtigsten? Werden wir es schaffen, eine neue Weltordnung zu errichten, die auf gegenseitigem Respekt, auf Gleichheit beruht? Der ehemalige Buchenwald-Häftling, später Diplomat und Schriftsteller Stephen Essel, macht uns Mut, ruft uns zu, engagiert euch, empört euch. Im Eingangsbereich des Holocaust-Museums in Berlin steht ein Ausspruch eines jüdischen Rabbi, dessen Namen ich leider vergessen habe. Er sagte, dass es passiert ist, heißt, es kann jederzeit wieder passieren. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie mit Ihrer heutigen Anwesenheit dafür sorgen, dass dieses dunkle Kapitel nicht in Vergessenheit gerät, damit es nicht wieder passieren kann. Sie haben jetzt die Möglichkeit, hier auch Ihre Blumen niederzulegen. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Danke.